Guck dir mal eine Taschenlampe, nicht so wie vorher. Das schaut schon mal freundlich aus. Da zwei Wege zu entkommen. Helikopter oder Aufzug? Oh, Helikopter. Sage, das ist... mehrere Aufzüge, aber nur einer kann repariert werden. Klar leise. Polo. Marco. Als nicht echt. Ich glaube, es hat mich gesehen. Bonjour. Da geht's noch zum Helikopter auf. Ich hab den Helikopter-Notfallknopf gedruckt unten. Ja, ich weiß, aber der Schlüssel fehlt. Ah, war schon okay. Drüber. Hast du das Monster schon mal gesehen, ne? Nein. Ich schon, der ganze Bildschirm hat gewackelt. Aber ich hab's nicht richtig gesehen, aber es ist so ein riesiges Viech. So rot leuchtenden Augen. Ja, dann müssen wir jetzt den Heli-Schlüssel finden. Das war auf dem Stock da. Ah, was ist mit dem, wo mich da anschaut, wo kein richtiger Ding ist? Okay, da geht's nochmal weiter. Wer schaut ja? Oh shit. Was ist das? Also der Heli ist ganz oben, gell? Da geht man Turm, elends viele Leute rauf. Ich hab Brecheisen, haben die Medipacks? Ja, ich hab zwei sogar, warte, ich kann uns droppen. Also. Ich hab auch uns drop. Ich nehm mir eins. Drei Stück, man. Ich hab zwei. Alle Knobbel, ne, das ist hier. Aber wir können die kleinen Schublade auch als suchen, gell? Ja. Aber der Heli ist ganz oben, da brauchen wir glaube ich nur einen Schlüssel. Okay. Ich hab wieder Medik gefunden.
Buongiorno. Särge, Storsärge. Boah. Metallschneider. Du hast da einen starken Unterarm, dass du das Ding so nutzt. Da will ich das Ding nutzen. Da kann ich mitnehmen. Ich hab schon noch Platz. Ups. Hä? Das ist einfach am Boden. Ich kann den jetzt nicht mehr aufnehmen, den Feuerlöscher, gell? Oh ja, aber ein Hebel. Ich habe dann Hebel ohne Hebel gefunden. Schon wieder ein Medipack. Jetzt haben wir glaube alle drei. Okay, ich hoffe, wir werden eine Handgranate. Na, das war Geld. Oh. Das gehört, ne? Aber er bringt immer wieder die Tür. Na, der läuft glaube ich einfach nur. Okay, er hat mich entdeckt. Immer safe. Ja, was? Können wir den Lift nochmal suchen, gell? Nee, er hat, ich war in so einem Safe-Kasten. Er hat den ersten reingeschlagen, glaube ich. Er ist ganz hinter der Gang entlang links gegangen. Ja, komm mal den Lift suchen, komm. Da sind nicht voll viele von denen. Aber der eine Lift, die eine waren kaputt. Ja, ja, aber da war irgendwas mit der Rohrzange und Bohrmaschine. Und der Bohrmaschine damit? Ja, ich hab sie gerade, die war da in der Schublade. Bringt uns der Glowstick da überhaupt was? Ich nehm lieber für das Medikit mit. Kannst du eine Tür markieren vielleicht? Achso, ja, scheiß drauf. Da, da liegen nochmal zwei Medipacks, das ist ja wild. Der Dominik habe ich ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er tot, das wäre nicht gut. Das sind zwei Medipacks. Aber ja. Ich hab vier dabei. Mitnehmen wir, die sind sehr wichtig. Müssen wir eine komplette Helikopter-Crew verarzten. Ja, aber die Lifts werden einmal. Da brauchen wir auch einen Key. Ich habe einfach keinen Schlüssel für das Zeug. Lift. Warte, das sind so Anschreibdinger, schau. Da steht doch sicher, wie man zum Lift kommt. Müssen mal der Wegweiser schauen. Was ist an der Decke, da das Zeug. Ah. Na, das ist Restroom auf der rechten Seite, aber da steht nichts von Lift. Bohrmaschine? Das ist gar nicht laut. Alles dauert ewig mit der Rohrzeug. Ich hab die Bohrmaschine mal abgelegt. Ich brauche einen Schraubendreher, um die Türe zu reparieren. Hat jemand einen Schraubenzieher? Nein. Nein. Ah, zieh der Dominik wieder dabei. Kannst du eh nicht. Da, einen Schlüssel brauchst du nachher trotzdem ohne. Also einen Schraubendreher und einen Schlüssel.
nochmal einen Stock höher. Wir müssen uns merken, wo der Lift war. Wir haben keine Glowsticks mehr. Ich hab ihn woanders am Boden geschmissen. Ah, ja, komm grad mal mit, lebst du. Hast du einen Schraubenschlüssel? Ah, also eine Bohrmaschine hab ich. Eine Bohrmaschine haben wir schon verwendet, leider. Da. Ja. Da geht's jetzt einem. Okay, nein, da geht's zum Helikopter noch, den wir wieder durch. Ich hab einen Türschlüssel aufgenommen. Für den Lift? Door-Key steht da noch. Ja, wir haben nochmal den Lift repariert, aber für den Lift brauchen wir einen Schraubenzieher. Und sonst der Schlüssel für den Helikopter. Ich bin irgendwo in dem Schrank verreckt, falls du mich reviven willst. Ich sehe es, aber muss die Suche. Ja. Das Viech kann euch im Kasten nichts tun, aber wenn das Maul noch Luft und dann macht er den Kasten auf. Ich muss die jetzt zuerst einmal finden. Du warst irgendwo unten, gell? Ich weiß nicht, wie man abkühlt.
Oh, Kühni. Halt die Schnauze, der Kühni hat der Lack. Ich finde keinen Weg mehr habe. Liegst du noch, Bibi? Wie komme ich runter zum Vivi? Da vorne war ein Ding. War eine Treppe. Irgendwo eine Treppe gehen, aber ich finde sie nicht mehr. Da. Scheiße. Das Viech gammelt da immer an der Treppe umeinander, ist das ein Abfuck. Ich glaube, der lebt gerade gut. Ah nein, das Viech hat eine Taschenlampe immer. Ja, wahrscheinlich meine. Wir liegen einfach nebst aneinander. Fuck! Der Leber auch noch. Scheiße! Ich bin hier. Wir liegen alle wir drei liegen in einem Kreis von 5 Meter. Liegt neben mir. Es hat doch gut geklappt bis zu dem Moment, wo es mir irgendwie. Es hat mich voll lange in Ruhe gelassen. Scheiße. Also ich hätte 3 Medipacks dabei gehabt, gell? Wir haben alle 4-5 Medipacks, glaube ich, gesagt. Ja, voll. Aber wir reden so.
gerade vorbeigelatscht. Jetzt hast du uns geschissen. Ich renne nicht. Ah. Weg, weg, ist gut. Oh fuck! Jetzt heal uns das verfolgte Leben. Komm nicht weg! Scheiße! Ich bin schon wieder hier. Sackgasse. Simon, hast du die Säge aufgenommen? Ja. Okay. Endlich. Ich hab heute 4 Medipacks. Ey, jo. Hast du am Ding überhaupt der Fuhrrenner? Ja, welche Taste musst du da verwenden fürs Medikit? E. Und drauf bleiben. Nice, danke. Das ist irgendwie nur an deinem Fuß gegangen. Was brauchen wir für einen Helikopter? Ich glaube nur einen Schlüssel. Was nur einen Schlüssel? Ich glaube. Gibt's da mehrere von deren Viecher? Glaub nicht. Weil es ist einfach überall. Ich glaub, das war eher über uns gerade, nur es hat sich so angefühlt, als ob es in uns wäre. Simon? Ja? Du lebst wieder. Ups, ich war am Schreiber, Entschuldigung. Moment. Ich lebe wieder. Lärm. Lalalalalalala.
Ich weiß nicht, wie ich zum Baby komme. Es kommt, glaub, hinter dir. Ich hab lachen müssen. Lachen. Und schon wieder hier. Wo ist denn der Vivi-Lehrer? Ich lerb grad wieder. Okay. Okay, läufst nur noch du, Vivi. Schalt die Taschenlampe aus, wenn der Marsch also vorbeiläuft. Also der ist extrem, hey. War das im Arsch auf Mittel? Am Witz dagegen. Wieso, auf was hast du gestellt? Auf Mittel. Das klaut eigentlich schon ganz gut. Ich bin jetzt fort, vor ihm wegrennt, rechts hinter dir! Eck. Renn! Und lauf nicht in der Sackgasse! Du bist gut. So macht man das. Das hab ich so gemacht und er hat mich angestarrt und dann hab ich gelacht, weil ich ein Idiot bin. Und dann hat er mich gepackt. Ich bin im Kasten geguckt, er ist vor mir im Kasten gestanden, dann läuft er weg, dann meint der Kasten auf und dann dreht er einfach nochmal um der Hurensohn. Und zieht mich aus, weil er Kasten aufgemacht hat. Oh Mann. Ihr müsst aufhören zum Reden, wenn ihr tot sind. Dann kommt er immer wieder zu eurer Leiche zurück. Ja, aber so können wir von dir ablenken. Dass ich da so über dir ist. Oh shit, danke. Danke.
hätte das wissen sollen. Die Kühne ist wieder tot. Simon. Ist das über uns oder ist er da? Er ist da. Ja genau, ich habe jetzt da keinen Mucks gemacht. Und er riss mich da einfach raus. Was? Der Helikopter braucht nicht nur einen Schlüssel, er braucht Treibstoff. das habe ich einmal gefunden, Kat. Ich hab's noch mitgenommen. Das war in Labor 10. Du bist der Einzige, der noch lebt, Bibi. Immer. Ist das immer nicht mehr. Das ist jetzt so komisch gewesen. War eigentlich komisch. Er hat irgendwie einen Simon geholt, den instant erlebt. Rennt weg, geht ums Eck in den nächsten ja, Raum war, und holt mich. Ich war ja in dem Kasten drin, hab mich duckt, das Licht ausgeschaltet und hab nichts geredet. Ah, wegen der Tür. Ich, bei mir ist er vorhin weggelaufen, ich hab die Tür aufgemacht, der kommt da wieder hergestürzt und hab mich rausgezogen. Wie schon mal nachher, ja, nachher hat dann, wo er lebt hat, ist er weggerannt, ist direkt in meinen Raum reingekommen und hat mich umgebracht. Auf jeden Fall wird's jetzt knapp mit der Medipacks, oder? Der Schlüssel kann überall sein. Also ich hab noch einen Türschlüssel dabei gehabt. Aber ich weiß nicht, was der macht. Ja, genau da. Links. Ich hab halt nur noch zwei Medipacks. Okay. Meine Leiche liegt noch uns.
Dann tut er mir der König. Ja. Nicht. Schau, dass ich das Benzin nochmal finde. Ja, super. Er läuft genau in meinen Raum hinein. So ein Hurensohn. Ja. Oh Gott. Wie geht's dir noch gut? Sag was. Marco? Ich hab leider kein Medipack mehr für die Lab. Ja, ich weiß. Kann einen Ziegelstein Kopf hauen. Ja, aber wo ist er jetzt an? Oh. Es gibt nicht irgendwo einen scheiß Raum im Zahlenschloss. Schon mal hinter dir, König, wer da ist. Was bringt das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Dass ich mich erschrecke und dann, so laut schreie, dass er kommt oder was? Wir brauchen eine Notfallkarte, gell? Also ich hab einen Türschlüssel. Also in irgendeinem Labor ist noch Benzin, den ich sehe, gell? Unter irgendwo in einem Kasten. Das war im unteren Stock. Ich habe auch einen Türschlüssel gefunden. Mehr einen Schraubenschlüssel brauchen wir sonst schon. Nee. Achso, Schraubenschlüssel. Und eine Schlüsselkarte, ja? Ja. Und schon nach dem Zahlencode, gleich. Ja, so ein Schloss habe ich schon irgendwo mal gefunden. An irgendeiner Tür. Ich habe ein Medipack gefunden. Ja, nice. Mach nicht so einen Lärm, Simon. Wie darf das? Oder mal im Kasten danach. Will in jedem Raum, wo ich reingegangen war, schon jemand den.
Der Schritt ist hinter dir. Wer ist dead? Ich. Aufzugsschlüssel. Also ich bin im Labor 10 lebt, da ist kein Treibstoff. So, dann ist es anders gesehen. Ich war da irgendwo in, aber in der Gegend müsste sie. Da war der Schalter, nein, das war ein anderes Labor. Da war nämlich ein Kasten und unter dem war Benzin. Ich habe sie aber nicht mitgenommen, weil ich denke mir, wir machen da Lift. Aber da stand überall so grüne Benzinkanister um. Ja, ja, aber das war ein roter, der hat geleuchtet. Okay. Dann hast du aufnehmen können. Lauft einfach mal ins nächste denn hin, wenn es hier ist. Ah, dann hätte man die Tiernummer merken müssen. In Zukunft habe ich einen Glowstick zum Markieren. Ah, da hinten war es immer noch nicht. Ich hab den Aufzugsschlüssel, aber ich kann da irgendwie nichts tun. Ah, das ist die Sicherung, die ich aufgenommen habe. Ja. Vorne rechts sicher, gell? Ist gerade ums Eck gelaufen, also schleich. Ja, es passt schon, wenn du 0 Liter schreist. Hey, komm mal zum Aufzug. Hab ich's geschafft? Genau da links, Vivi. Na, hol mich! Genau rechts bei dir hinter der Wand ist er. Wie komme ich zum Aufzug? Warte. Genau da geradeaus ist er hinter der Wand. Also lauf da im Kreis rundherum. So, ich bin einfach rausgekommen durch den Auszug. Was ich hab einfach geklickt und jetzt weiter. Du musst die rechts selber. Gib die rechts. Ja, genau, ja. Genau. Dann am Schaltpult, links. Genau. Nice. Ich hab nicht gewusst, dass das gleich startet. Sonst hätte ich schon geholt, Leben. Ja, der Bibi war ja bei mir. Was ist das für eine Entkommensszene? Hast du schon gesehen, komm zum Aufzug und ist ja gleich weggerannt. Nein, das Viech ist gekommen, deswegen bin ich weggerannt. Nice.